Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Frei-Essen-Podcast. Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin zurück mit der nächsten Kaffeeklatsch-Folge, Kaffeeklatsch Nummer 2. Wir haben uns wieder getroffen, das ist schon ein paar Tage her, aber es gab danach so ein paar kleine technische Probleme. Also so richtig habe ich Instagram noch nicht durchschaut und ihr findet jetzt das Live nur auf dem Kanal von Leandra. Ich werde euch das unten verlinken. Das mit der Verknüpfung mit den Kanälen von uns anderen dreien, das hat nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber dann haben wir versucht, die Videos einzeln noch hochzuladen. Das hat auf meinem Profil auf jeden Fall nicht geklappt. Und ja, ihr findet das Gespräch mit Bild auf meinem YouTube-Kanal und mit Bild und Chat auf Leandras Instagram-Profil. Und für dich, du bist ja hier als Podcast. Wir haben über zuckerfrei gesprochen, ganz klar. Und diesmal in Kombination mit Neujahrsvorsätzen. Wie startet man ins neue Jahr mit all den guten Vorsätzen, sich gesünder zu ernähren? Und wie machen wir vier das? Was für praktische Tipps gibt es da? Wir haben viele Fragen beantwortet und haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wir zuckerfrei für uns verschieden definieren und wie wir damit umgehen und ja, wie wir das im Alltag durchführen. Wenn du Interesse daran hast, zuckerfrei zu leben oder wenigstens weniger Zucker zu essen, dann wird diese Folge bestimmt interessant für dich sein. Und wenn du es endlich mal durchziehen willst, wenn du es vielleicht schon so häufig versucht hast und der Meinung bist, ich schaffe das wirklich nicht, aber wenn es dein großer Wunsch ist, das endlich mal zu erleben, wie sich dein Körper anfühlt, ganz ohne Zucker zu sein, dann habe ich einen noch besseren Tipp für dich. Dann komm doch mal auf meine Seite. Dort kannst du dich für das Endlich-Zuckerfrei-Programm anmelden. Wir haben nämlich jetzt gerade den Einladungsbereich geöffnet und du kannst ihn dir gratis angucken. Und da kannst du so ein bisschen Eindruck davon bekommen, wie wir gemeinsam innerhalb einer Gruppe in die zuckerfreie Zeit gehen und wie ich das so plane, dass du es auch schaffen kannst. Es gibt nämlich ein paar Tricks, es gibt ein paar Dinge, die man wissen muss. Das ist wie Laufen lernen. Man muss halt wissen, wie es funktioniert und man muss ausprobieren. Und es ist auch ganz gut, wenn man dann eine Weile festgehalten wird bei den ersten Schritten. Also ist das auch mit zuckerfrei. Man muss die Regeln wissen und man braucht ein bisschen Unterstützung am Anfang, weil es ist echt nicht einfach. Aber dann funktioniert das auch. Und ja, wenn du das gerne mal ausprobieren möchtest, wir starten am 8. Februar. Die zuckerfreie Zeit geht dann erst 10 Tage später los. Und ja, das ist die beste Zeit im Jahr, um eine zuckerfreie Zeit durchzuführen. Das ist nämlich die Fastenzeit und da ist kein Süßigkeitenessen das einzige Mal im Jahr auch von der Gesellschaft akzeptiert. Ja, mehr Infos dazu gibt es auf endlichzuckerfrei.de und jetzt schauen wir einfach mal oder hören wir einfach mal rein in den Kaffeeklatsch Nummer 2. Viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, ich bin das erste Mal live, also ich bin ein absoluter Anfänger, aber herzlich willkommen hier beim Zuckerfrei-Kaffeeklatsch. Und mir wurde gesagt, ich muss jetzt unten gucken, ob Leute dazukommen. Also ich freue mich riesig. Ah, okay, zuckerfrei naschen. Anja ist da. Anfrage ansehen. Also ich mache das erste Mal. Also bitte seht es mir nach. Live. Dann ist Ilga da. Okay, Kamera annehmen. Annehmen. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Ah, Anja ist da. Cool, wie schön. Anja, ich bin hier voll. Ich freue mich voll, dass es ja, klappt. Du machst das cool. Super. Hallo. Meine erste Sache. Seid ihr schön. Ich wollte noch gucken, ob ich Ilga, ich hoffe, ich habe sie hier nicht irgendwie, du hast keine Anfragen. Ilga, ich glaube, du musst auch noch mal stellen. Weil Ilga ist da, habe ich gesehen. Ja, okay. Sie kommt. Also ich sehe es auf jeden Fall, wenn sie kommt. Wie schön. Wie geht's euch? Ihr seid schön. Oh. Schön sieht aus. Gut. Okay. Ich habe mich diesmal vorbereitet. Okay. Ich auch. Anja hat wieder Wasser oder was hast du? Ich habe Wasser, genau. Trinkst du gar keinen Kaffee, Anja? Gar nicht, ne? Nee, ich mache ja so Saftfasten. Also jetzt bin ich auf Koffeinentzug das erste Mal in meinem Leben.
Ja, ich bin den ersten Tag dabei, mal gucken. Ah, okay. Da ist sie. Ich hab ein Zeichen gesehen. Annehmen. Juhu, oh, ich bin so froh, dass es geklappt hat. Ich dachte, ich habe mir eben so ein Instagram-Tutorial live. Wie geht man live? Gehen Sie auf Zeichen. Ah, hallo. Hi. Simon. Wie schön, hi, euch zu sehen. Wie ist es euch? Wie geht's? Ganz gut. Gut. Ich freue mich, dass wir uns wieder treffen. Ach süß, Anja, deine Mama ist auch da. Ja. Habt ihr euren Mamas allen Bescheid gesagt? Nee. Meine liest, glaube ich, meine Stories und deswegen weiß sie das. Ich glaube, meine wird später auch noch reinkommen. Die hat über Weihnachten sich selber Instagram installiert. Geil. Und guckt sich jetzt immer meine Sachen an. Geil. Wusste die gar nicht davor, was du alles machst, weil du bist ja voll der Instagrammer. Sie wusste, dass ich Instagram mache und so, aber sie hat sich das jetzt nie so wirklich angeguckt, weil sie dachte, Instagram ist für junge Leute. Und dann Weihnachten haben wir das dann mal gezeigt und dann fand sie das doch ganz nett. Cool. Und das sind ja auch mega. Aiko, Kirovskowska, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Süß. Moda Petra, Ila Greco, Justina. Hallo an alle. Cool, dass ihr dabei seid. Wir sind ja richtig, gucken richtig viele zu. Wie schön. Da freue ich mich richtig. Cool. Leute, wie sollen wir es machen? Habt ihr Fragen dabei? Habt ihr Fragen bekommen? Habt ihr wie sollen wir heute vorgehen hier in unserem zuckerfrei Community Kaffeeklatsch? Also ich habe ein paar Fragen bekommen, so zwei oder drei, muss mal schauen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder wie du es gedacht hast. Ja, ich auch. Also wir können entweder kurz mal so das Thema war so Neujahr. Wie schafft man zuckerfreie Routinen? Vielleicht wollt ihr das mal so ein bisschen erzählen, weil ich kriege immer so viele Fragen, wie man so eine gute Sugar-Free-Routine macht, gerade jetzt im Januar. Oh, ich habe, glaube ich, sehr spannend. Ich hab noch eine, sollen wir jemanden reinlassen auch? Ich habe noch eine Anfrage von jemandem. Nicht, okay. Oder nee, vielleicht ich glaube, das ne? Dann quatschen wir alle durcheinander und dann... Ja, spannend. Aber vielleicht wird das auch ein Format für die Leute reinnehmen. Also, liebe Raupe, ich glaube, es war... Raupe, die schreibt mir ganz oft. Ah, nee, sie ist wieder raus. Vielleicht nächstes Mal. Ja, vielleicht ein Versehen. Ja, aber wir können gerne mal so für Fragen jemanden reinnehmen für ein paar Minuten oder so. Ich glaube, das wäre vielleicht. Es gehen nicht mehr als 4 Leute rein. Also, soweit ich weiß zumindest. Ach so, ja, gut, okay. Dann. Aber hier ist ja schon eine Frage von der Martina. Mhm. Wie beginne ich am besten oder wie starte ich richtig? Also, ich denke, die Frage werden wahrscheinlich eh viele im Kopf haben. Einfach machen. Na, ich finde eine Vorbereitung halt total wichtig. Also, dass man nicht einfach sagt, okay, heute Nachmittag starte ich oder morgen früh starte ich, auch wenn dieser Drang manchmal so groß ist, auch wenn ihr das jetzt hier hört, zum Beispiel, wie toll das ist. Ich fände es besser, eigentlich sich einen Termin zu setzen, vielleicht so in einer Woche und dann bis dahin vorbereitet zu sein. Also, dass der Kühlschrank richtig gefüllt ist mit den richtigen Sachen, dass der Zucker aus dem Haus raus ist, im besten Falle, wenn das geht. Ja. Und dass man sich halt quasi auch mental so ein bisschen darauf vorbereitet hat, dass das jetzt ansteht und dann erst loslegen. Ja, also definitiv. Und ich finde auch wichtig, dass man sich selber überhaupt schon überlegt, was bedeutet für mich zuckerfrei? Weil das definiert ja auch schon mal jeder anders. Ja, der eine will auf alles verzichten, wo hinten nur Zucker draufsteht. Im zweiten geht es nur um Haushaltszucker. Der dritte reicht es aus, wenn er keine Süßigkeiten mehr isst. Und einer wird auf Erythrit verzichten, der andere macht dann alles mit Datteln. Also sich da schon mal überlegen, was bedeutet für mich überhaupt zuckerfrei? Denn da gibt es kein richtig oder falsch, sondern auf was will ich eigentlich verzichten oder was ist für mich noch okay? Ist für mich Senf okay, wenn da ein bisschen Zucker drin ist oder muss auch der Senf 100% zuckerfrei sein? Also wie genau will ich das eigentlich machen oder will ich einfach nur keine Süßigkeiten mehr essen? Ja. Toll. Was meinst du, Anja? Wie siehst du das? Ich stimme euch allen zu, ne? Die Vorbereitung ist das A und O und was damals noch so bei mir hängen geblieben ist im Kopf ist, dass ich so schwer hatte dann am Anfang mit diesen Heißhungerattacken. Ich bin ja wirklich reingestolpert, ich hatte leider keine Vorbereitung und dann da abends mit meinen Gurkensticks und ich fand das so blöd, ne? Und bin dann heulend eingeschlafen, weil ich irgendwie
so verzweifelt irgendwie nichts hatte, was ich irgendwie so als Ersatz irgendwie mal naschen konnte. Und sowas würde ich mir überlegen. Also mir hat damals geholfen, dass gerade Heißhunger ist ja ein sehr tiefgehendes Thema, ja. Aber so, wenn wir jetzt an der Oberfläche kratzen und man hat einfach so ein bisschen was zum Naschen da, also ein Eiweißpulver vielleicht, was sättigt ohne Zuckerzusatz oder irgendwie was griffbereit, wenn man mal irgendwie unterwegs ist hier, so Energy Balls ja. oder sowas. Ja, einfach was einem so ein bisschen in der Anfangszeit hilft. Ja. Hätte mir damals jemand diesen Tipp gegeben, ich hätte ihn auf jeden Fall dankbar umgesetzt. Und Vorbereitung, wie Ilga gesagt hat, ist A und O. Also das mit dem Kühlschrank, megamäßige Idee, den ganzen Zucker verbannen und sich auch Gedanken machen, was man essen möchte dann in der nächsten Zeit. Ich habe auch gerade, lustigerweise, ich habe gestern eine Podcast-Folge hochgeladen und ich habe da gesagt, dass es gar nicht darum geht zu denken, was lasse ich weg, sondern was füge ich hinzu. Weil oft ist ja dann dieser erste Monat so dieses, oh Gott, was kann ich nicht. Das heißt, man ist so mega in so einem Mangel, ne, kennt ihr selber den Begriff Mangel, Fülle, also das kann man wirklich aus dem Spirituellen übernehmen, anstatt dessen zu denken, okay, geil, ich mache mir jetzt richtig, koche mir richtig geil, ich gehe richtig geil einkaufen, ich hole mir alle Listen und mache mir entweder Süßigkeiten mit Erythrit, wie Anja das macht, oder mit Datteln, wie ich weiß gar nicht, wer was macht, aber dass man quasi wirklich das shiftet, ne, zu was füge ich hinzu, nicht was nehme ich weg, weil das ist, niemand nimmt sich gerne was weg. Ja. So, und das ist, also für mich ist es so, wenn ich denke, ich nehme was weg, dann werde ich so reaktant, dann denke ich so, nee, auf gar keinen Fall. Jetzt mache ich es auf jeden Fall. Deswegen muss man, also kann man so ein bisschen, ich nehme gar nichts weg, ich bekomme viel, viel mehr. Ja. So, dann doch wissen, was. Also da können wir gut mal klopfen. So kämpferisch wie es dann. Aber ich finde auch, der Wechsel von dem Mangel in die Fülle ist total wichtig. Also das Ganze auch absolut nicht als Diät zu sehen, sondern in der Zeit sich irgendwie alles essen zu erlauben, was nicht Zucker enthält. Hauptsache zuckerfrei durchhalten, ne? Und später daran weiter. Das ist vielleicht noch ganz gut, nicht mehrere Sachen auf einmal. Zuckerfrei, vegan, Kaffee auch noch verzichten und dann 10 Liter Wasser am Tag trinken müssen und Yoga. Das ist zu viel. Ja. Also die Whitney Watkins, meine Klopflehrerin, hat mal gesagt, dass wenn man sich eine Veränderung vornimmt, dann hat man irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, 60-80%ige Chance, dass die durchhaltbar ist. Wenn man zwei gleichzeitig macht, dann schrumpft das irgendwie auf 10% oder so. Also es ist dann... Du hast ja so Luftballons, Ilga. Was meinst du? Da waren so Luftballons, hast du es auch gesehen, Anja? Ja. Luftballons? Ja, hinter dir. Ich habe gerade so eine Instagram-Update-Werbung bekommen, aber... Ich habe das in meinem Instagram auch, dass man immer so bestimmte Handbewegungen macht. Ja? Ich habe mal ganz viele Luftballons mit den Filtern rumgespielt. Ich glaube, ich habe da auch noch einen angestellt. Aber Luftballons, weiß ich nicht. Das sagen wir auch. Das ist echt lustig, ja. Was habe ich denn gesagt? Vielleicht hat er das gelesen. Nee, das hat was mit den Handbewegungen zu tun. Das gibt es in Zoom auch. Ach so. Aber was muss man machen? Also wir haben hier... Aber ich will auf jeden Fall wissen, wo du das eingestellt hast. Das sah total süß aus. Ja, ich weiß nicht. Wir haben hier noch Fragen. Sollen wir direkt hier antworten auf die Fragen? Also ich habe auch Fragen bekommen. Ja, also ich würde auf die Fragen antworten. Ja, aber vielleicht noch mal zusammenfassen, Kühlschrank ausleeren, Verführung eliminieren und keine Diät. Planen. Was denn? Keine Diät machen. Ja, oh Gott. Und eine Sache hintereinander machen. Ne? Eine Sache hintereinander. Ja, und sich so richtig vor allem auch einen Plan machen, was man dann essen möchte. Also nicht einfach, ja, halt dieses... Nicht, was nehme ich mir weg, sondern was esse ich stattdessen? Was gibt es dafür? Ja, voll. Krass, ich kriege hier so viele Beitrittsanfragen. Wahnsinn, ich kriege hier den ganzen Ding. Ich glaube, die Leute verdrücken sich da oft. Ja, okay, sollen wir mal ein paar Fragen rausnehmen? Seht ihr die auch oder soll ich die mal hier reinwerfen? Oder macht ihr ruhig? Also ich freue mich, wenn wir alle zusammen das machen. Also ich habe hier, wie beginne ich am besten oder wie starte ich? Das war deine, die du vorgelesen hast. Ja, genau. Martina Fitz. Geiler Nachname. Finde ich einen coolen Nachnamen. Wie handhabt ihr das zum Beispiel auf Geburtstagen etc., wenn es dort Essen oder Kuchen gibt von KTK 19.9? Ja, was sagt ihr, Girls? Also, das ist, glaube ich, die Situation in der Anfangszeit, oder? Also bei mir war das so. Weil alle gucken und du fühlst dich selbst unsicher, hast nicht so die richtigen Argumente vielleicht am Anfang, um dagegen zu halten, musst dann Nein sagen, ich will das nicht. Jetzt juckt es mich nicht mehr. Ich esse das dann einfach nicht. Man kann ja auch seine eigenen Sachen mitbringen, die teilen oder
Es ändert ja nichts an dem gemeinsamen Zusammensein, wenn man da in der Runde ist, ob ich ja jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ein Stück Kuchen mit oder ohne Zucker esse. Aber das ist, glaube ich, für die meisten die herausforderndste Situation, diesen Gegenwind auszuhalten in der Anfangszeit und da ein starkes Rückgrat zu haben. Voll. Voll. Was sagt ihr dazu? Was meint ihr? Ja, ganz ähnlich. Also ich finde, oder ich selber bei Geburtstagen oder so, da kann man super gut selber was mitbringen. Also ich persönlich habe jetzt auch kein großes Problem, dann ein Stück von einem Kuchen mit Zucker zu essen. Ich bringe halt, wie gesagt, auch meinen zuckerfreien Kuchen oder Plätzchen oder Muffins oder sowas mit, dann halt auch für alle. Ich habe aber selber auch schon bei Geburtstagen, die teilweise echt groß gefeiert wurden, hatte ich schon gefastet, was jetzt halt einfach nur war, weil es halt in meine persönliche Fastenzeit reingefallen ist. Und da haben dann die Leute am Anfang ein bisschen blöd geguckt, habe ich gesagt, nee, ich bin halt gerade am Fasten und fertig. Und dann war das auch für alle okay, weil ich war ja so mit da, ich war mit bei den ganzen Gesprächen, was es eigentlich geht, war ich überall mit dabei, ich habe dann halt nur nichts gegessen, habe dann halt mehr Tee oder sowas getrunken. Also ja, man sollte sich da auch nicht zu viel Gedanken machen. Was denken jetzt die anderen, wenn ich das nicht mitesse oder wenn ich nur meinen eigenen Kuchen esse? Also meistens denken die gar nichts, sondern man macht sich nur selber viel zu viel Gedanken darum. Ja, aber es hat ja schon das mit den Gefühlen zu tun, die dann ausgelöst werden, ne? Also ich finde, es ist total entscheidend, zu welcher Zeit man das macht. Also ist man in den ersten Wochen zuckerfrei, da würde ich auf jeden Fall raten, dazu total strikt zu bleiben, weil man dann ja doch so ein Stück zurückgeworfen wird, ne? Wenn man dann eine Ausnahme macht. Und später, also bei mir ist es jetzt ja so, dass ich zwischendurch mal mitesse. Also, wenn ich Lust habe. Und das ist jetzt auch vollkommen okay. Also, mein Körper kann da gut mit umgehen, wenn ich ab und zu mal eine Ausnahme mache und den Kuchen mit esse. Aber es ist halt nicht mein Alltag, ne? Früher bin ich jeden Tag zum Bäcker gelaufen, jetzt esse ich halt, dann, wann ist das so, alle 4 Wochen ein Stück Kuchen oder so, ne? Aber dieses Thema, das ist ganz schön tief. Ich klopfe ja auch mit meinen Klienten und das ist, da kommen wir da häufig dran, dass das so dieses, dass da so richtige Existenzängste dran sind. Also was ist, wenn ich nicht mitesse und mein Clan, also meine Gemeinschaft mich ablehnt, ne? Das sind so Urängste, weil das war ja früher, wenn wir ausgeschlossen worden sind, also nicht mehr anerkannt worden sind von unserer Sippe, dann war das ja quasi ein Todesurteil, weil dann waren wir ja mitten im Wald den wilden Tieren ausgesetzt, ne? Und das ist so ein Thema, was da angetickt werden kann und was im Hintergrund mitarbeitet. Also was ist, wenn ich nicht, also das ist natürlich nicht bewusst, das ist unterbewusst und dann macht man mit. Also es ist so ein bisschen die Frage, wie reagieren die anderen, wenn ich nicht mehr mitmache, werde ich dann ausgeschlossen? Also ein ganz tiefes Thema eigentlich. Ja. Toll. Ich finde sogar, das hört sich jetzt vielleicht krass an, aber ich finde, es ist immer total interessant zu sehen, wie sich jemand zu dir verhält, wenn du nicht der gleichen Meinung bist. Es gibt ja diesen Spruch, let's agree to differ, also lasst uns entscheiden, dass wir zwei verschiedene Meinungen haben. Und ich finde es total interessant, genauso wie wenn Menschen sich trennen, wie die dann im Abgang sind. Also es gibt so, und ich finde das ein total, also ich finde das fast total interessant für jeden, der jetzt irgendwie denkt, oh Gott, wie ist es auf Feiern zu sehen, wie andere sich zu dir beziehen. Sind es Selbstrechtfertigungen, warum sie weiterhin Zucker essen oder sagen, hey, krass, ich könnte das nicht umsetzen, aber ich respektiere dich, weil Liebe und natürlich sorge ich dafür, dass du, weiß ich nicht, Erdbeeren oder so oder egal was da hast. Also ich finde, das ist eigentlich so ein krasses Thema, womit man so wie mit so einem Laser gucken kann, wer wie ist, wer Ja, wie jetzt aber ist. Ne? wenn das Gegenüber dir gut eingestellt ist und dich liebt und trotzdem getriggert wird dadurch und dadurch zickig wird, hat das ja, also hat ja keine Aussage darauf, wie diese Person dir gegenüber eingestellt ist, sondern nur, dass die in dem Moment selber in Not gerät. Wenn du sagst, ich verzichte darauf und die bekommt plötzlich Angst, ich kann darauf aber nicht selber verzichten und wird dann deswegen zickig oder so, naja, zickig ist so ein doofes Wort, ne? Also versucht sich zu verteidigen. Dann bedeutet das ja nicht, dass diese Person dich nicht liebt oder so, ne? Also die haben halt ihr eigenes Thema. Ich finde, das ist ganz gut. Das hat nichts mit einem zu tun. Also eine Coachin hat mir mal gesagt, was andere über dich denken, das geht dir nichts an. Und Ja, das finde ich ganz gut so, ne? Also wie super. die reagieren, das ist ihr eigener Weg und das ist ihre eigene Verletzung, ne? Ja, wie reagiere ich denn darauf? Kann ich mein Herz offen halten? Kann ich auf deren Not damit reagieren, zu sagen, ja, okay, ich sehe dich gerade in deiner Not und ich lasse das jetzt so. Also, und ich nehme mir das nicht an, das wird meinen Frieden nicht stören.
Oder stört es meinen Frieden? Und dann ist das eine Sache, an der ich dann halt arbeiten kann. So, ne? So kommen wir mit Zucker so tief Ja, in so eine tiefe Arbeit. Ne? Ja. richtig krass. Was meint ihr? Was sagt der Rest der Bande? Ja, also wie gesagt, meine Erfahrung ist, also jetzt halt vor allem von zweimal, wo ich halt wirklich bei Geburtstagen gefastet habe und gar nichts gegessen habe und dann halt auch nichts mitgebracht habe. Da kam von zwei, drei Leuten schon ein bisschen blöde Kommentare am Anfang, aber das war dann okay. Also mich hat das persönlich überhaupt nicht weiter gestört, weil ich wusste, hey, ich bin am Fasten und ich ziehe das jetzt durch. Und wie gesagt, am Anfang kamen da zwei, drei Kommentare, aber das habe ich nicht persönlich genommen. Und wir sind immer noch befreundet. Also das war halt nur, ich glaube eher, das war halt viel mehr, also ähnlich wie du das gesagt hast, Ilga, letztendlich viel mehr ein bisschen Neid oder sowas mit dabei, dass ich das da jetzt halt durchziehen konnte. Und wie gesagt, das war dann, als dann klar war, die können mir dann noch so viel mich vor mir hinstellen, ich werd das mit dem Fasten durchziehen, dann war das okay. Also das war dann völlig okay. Cool, hier schreibt doch gerade richtig süß. Mamis Hels schreibt, mache ich auch so mittlerweile, backen mir meine Freunde auch schon zuckerfreien Kuchen. Okay, süß. Richtig cool. Und bei dir, Anja? Du hast noch gar nicht geantwortet. Ja, also ich bin am Anfang tatsächlich, hat mich das richtig genervt. Ich habe da ganz viel Gegenwind auch gekriegt. Aber dann irgendwann, wenn man dann auch so diese Einstellung bekommt, dass es nicht sein eigenes Problem ist, sondern dass das bei dem Gegenüber bleibt und dass das nichts mit einem persönlich zu tun hat, seitdem kam das nicht mehr. Also ich habe irgendwie meinen Frieden mitgefunden und habe mich da nicht triggern lassen und dann irgendwie ist das weggegangen von alleine. Und mittlerweile oder mit der Zeit, dann bin ich ja irgendwann auch stolz darauf gewesen, dass ich mich gesund ernähre. Am Anfang war es ja für mich auch ein Schreck, ne? Und dann irgendwann kommt ja auch so ein Stolz, ich mache das irgendwie, ich mache da was Gutes für mich und nicht so, oh Gott, ich schäme mich, wer weiß, was die anderen jetzt von mir denken und so. Ne? Da wächst ja dann auch das Selbstbewusstsein mit. Und von dem her finde ich die Situation jetzt auch nicht mehr schlimm. Ja, nee, ich war lustigerweise, ich war habe ganz lange am Theater gespielt und auch in Hannover. Und es war so lustig, weil ich hatte da schon sozialen Ausschluss durch mein Essverhalten. Weil danach waren die dann, wir haben en suite gespielt, jeden Abend danach waren die immer was trinken, Alkohol. Habe ich immer Wasser getrunken und dann war man dann oft im Restaurant und ich saß da mit meinem, ja, gibt es einen Salat ohne Dressing und die haben so Schweinshaxen mit süß-sauer, also wirklich, das war so, da habe ich das schon gemerkt, das war schon schwierig, weil das auch nicht so enge, ne, das waren einfach Kollegen, also da wurde ich, das war ein richtiger sozialer Ausschluss, mittlerweile lache ich darüber, aber das war auch schwierig für mich und ich habe mich da auch geschämt, also ich war da auch so, ja, ich isst die wieder ihr Nussmus und mittlerweile, also ich, ja, also ich kann das, ja, ich fühle das, also ich fand es auch schwer am Anfang, ja. Okay, ich guck mal weiter, ach genau, das hatten wir gerade, so, das, genau. Hier hat Anni Lena ST geschrieben, in Rezepten steht oft Agavendicksaft. Ist das zuckerfrei? Nee. Leider nicht. Leider Und nicht. gar nicht. Sogar noch schlimmer als zuckerfrei. Was ist Agavendicksaft? Könnt ihr das mal erklären, damit man das so ein bisschen versteht? Was, ich dachte am Anfang auch, ich war auch mit Agavendicksaft Wer nicht? unterwegs, bis ich verstanden habe, dass Quatsch ist. Ja. Ja. Aber das vielleicht nimmt ihr uns alle mal mit, warum? Also Agavendicksaft wird ja letztendlich von der Agave aus der Frucht gewonnen und ist hochverarbeitet. Und das Problem beim Agavendicksaft, wenn man den halt zum Süßen als Zuckerersatz nimmt, der Agavendicksaft besteht halt fast nur aus Fructose. Das heißt, man nimmt da halt super, super viel Fructose zu sich, ohne dass der Rest von der Frucht quasi mit dabei ist, weil es halt dieser reine Zucker letztendlich ist. Ja, wodurch dann halt, ja, zum einen fehlt ein bisschen Sättigung, weil es halt nur Fructose ist. Aber die Leber kriegt halt super, super viel von dem Fruchtzucker ab. Also mit so viel kann die einfach nicht umgehen. Das ist so das Problem. Gerade beim Agavendicksaft, da ist super viel Fructose drin. Ja, warum meint ihr, ist es, ich nehme euch mal hier so, warum meint ihr, ist es so, dass so viele trotzdem mit Agavendicksaft, also das denken ja alle, das ist ja das Erste, was alle sagen, ja, ich nehme Agavendicksaft. Warum ist das so, meint ihr? Ja, das wurde ja lange propagiert, ne? Als für Diabetiker auch als Ersatzzucker. Und damit hat man den Diabetes eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Also durch die Fettleber, ne? Also eigentlich ziemlich tragische Geschichte. Ich hasse es auch immer, die Leute dann, wenn die sich so bemühen, was Besseres zu nutzen,
und dann die da rausschubsen zu müssen und zu sagen, nee, das hat es eigentlich noch schlimmer gemacht. Du hast dich zwar so bemüht, aber es hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Ich finde es furchtbar. Aber ja, Agavendicksaft ist so eins von denen, ne? Toll. Aber es ist spannend, ne? Weil meine Mama hat auch mal gesagt, Lea, ich habe Agavendicksaft. Also es hat richtig viele Jahre gedauert, bis das irgendwie Ja. aufgeklärt worden ist, dass es ist. Aber es steht zumindest nicht mehr in den Supermärkten als Diabetikerersatz, ne? Das hat sich so weit geändert, dass da kein Fruchtzucker mehr drin ist. Da ist jetzt Maltit meistens drin, ne? Ach krass, okay. Das stand da bei den Ja. Diabetikern, dass die das da. Das war alle Süßigkeiten für Diabetiker waren früher mit Fruktose, weil das halt den Blutzuckerspiegel nicht beeinflusst, ne? Aber die Leber ordentlich. Ja. Wahnsinn. Ich gehe mal weiter hier in den Fragen. Ich habe auch noch ganz viele bekommen. Ich gucke nochmal hier. Hier schreibt Leben in Fülle. Ach geil. Aber Schokolade, der Seelenwärmer. Frage an mich. Womit kann ich meine Seele im Alltag erwärmen? Das ist ja eine super schöne Frage. Finde ich gut. Bei Essen hat einfach so viel damit zu tun. Was meint ihr? Womit kann man die Seele erwärmen im Alltag? Ja, das ist ja genau das. Ja, Umarmung, genau. Ja, und darum geht es ja, ne? Deswegen greifen wir auch in vielen Situationen zum Zucker. Und sich genau diese Frage dann zu stellen, das ist genau der Weg in die richtige Richtung. Genau, Also, ja. warum greife ich danach? Was möchte ich eigentlich Ja. wirklich fühlen in diesem Augenblick, ne? Also, was braucht mein Körper wirklich? Und das sind genau die Fragen, Ja. die man da stellen muss. Und fällt so vielen so schwer. Da auch mal irgendwie so richtig zu seiner eigenen Intuition zu finden, wieder zu seinem eigenen Körperbewusstsein und einfach zu gucken, was brauche ich eigentlich wirklich? Ja. Was so Wenn cool ist. Zucker die Freude in deinem Leben ist, dann wird es mal Zeit zu gucken, okay, warum ist eigentlich das nur noch die einzige Freude? Dann ist es Zeit mal was zu ändern und nachzuforschen, ne? Was macht mir wirklich Oder wenn Freude? ich Stress war, so Zucker habe ich Ja. früher immer am Stress, ne? Und was mein Körper eigentlich gebraucht hat, war ja nur mal eine Entspannung, ja? Ja. Und nicht Zucker. Ja. Das sind ja die ganz einfachen Sachen, ne? Die morgens ohne Wecker aufstehen, vielleicht was für mich. Oder den Kaffee entspannt in der Sonne trinken zu können, ohne Zeitdruck. Das ist so viel Luxus und das macht das Leben so viel schöner. Da braucht man keine Schokolade mehr, ne? Aber selbst diese kleinen Sachen sind ja nicht möglich. Oder erscheinen als nicht möglich zu sein. Wir können uns unser Leben schon über die Zeit anders zusammenbauen, ne? Aber wenn man erstmal drinsteckt, in diesem Hamsterrad. Toll. Wobei ich eine Sache sagen muss. Ich komme ja aus Italien, das heißt, bei uns ist wirklich 24/12 ist das Thema. Es ist einfach so. Ich kann es ja das sagen. Während gegessen wird, ich war jetzt zu Dezember, da wird schon über das Menü der ganzen Woche geredet. Das ist dann wie so ein normales Gespräch. Die ganze Zeit, den ganzen Tag. Wirklich, das könnt ihr euch Schön. vorstellen. Das ist unfassbar. Ja. Also ich dachte auch, sehr Wahnsinn. Wir können stundenlang über Auberginen-Zubereitung, wie so was. Das ist richtig krass. Geil. Und deswegen, also ich kann, also was ich verstehen kann, also ich lebe zuckerfrei, aber ich liebe es zu essen. Und es ist für mich einfach abends, ich esse diese hundertprozentige Schokolade oder mache mir Bananen mit dieser Schokolade drauf und Erdnüssen. Also ich finde, man kann es auch teilweise dennoch nutzen, wenn man irgendwie Lust hat. Also ich bin selber nicht so frei, dass ich sage, diese Banane, da freue ich mich den ganzen Tag drauf und dieser Schokolade. Das ist aber trotzdem, glaube ich, braucht es Substitute an Umarmung oder Kneten auch, hilft auch. Kneten, denke mal, das wird man so unterschätzt, aber manchmal hat es auch mit Blutzirkulation zu tun. Und wenn man dann die richtige Alternative hat, glaube ich, vielleicht kann es einen auch ein bisschen trotzdem umarmen, weil ich finde, ich verstehe das total, dass man da reingeht, aber also ich wirklich, ich liebe das einfach. Ich kann es nicht anders sagen, aber dann doch bitte das Gute. Ja. Ja, das Könnte. ist auch vollkommen okay. Also ich bin dafür, haben wir letztes Mal Ja. auch drüber gesprochen, ne? Ich glaube, da habe ich gesagt, dass ich zum Essen auch hier auf der Welt bin, ne? Also das Ja. ist bei mir nicht weggegangen. Aber das, was mich richtig, richtig erfüllt, ne? Das sind andere Dinge mittlerweile. Das Essen ist so ein Genuss und so eine Freude daran, aber es ist eins von vielen. So, ne? Es ist nicht mein Lebensinhalt. So, aber es ist trotzdem eins der Highlights am Tag. Aber genauso ist sowas hier oder ein Coaching-Gespräch für mich oder ja, meine Arbeit so ein Highlight, ne? Ja. Oder Umarmung, ja, all das. Es gibt so viel, was Schönes im Leben, ne? Toll. Toll. Ich gucke mal gerade noch hier, wer hier noch gefragt hat. Ich habe noch Molti D geschrieben. Ich bin selbst Diabetiker und bin dankbar für jede gute Alternative. Davon gibt es leider viel zu wenig. Klar, gibt es viele Bücher, aber keiner, keine, der es den Leuten so
so nachbringt. Danke, Anja. Oh, hier hat jemand. Ja. Oh, das ist aber ganz süß. Oh ja, das, aber das ist süß. Multi W hat es geschrieben. Und hier hat gerade Amiel, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, geschrieben: Zucker ist Gift. Ich ernähre mich seit 3 Wochen zuckerfrei und fühle mich viel besser und fit. Geil. Chapeau. Willkommen. Das sind doch im Club. Gut. Willkommen. Hallo. Geil. Richtig cool. Geil. Sollen wir einmal unsere Fragen auspacken, die wir so haben? Ja, aber darf ich euch noch fragen, weil mich das auch privat extrem interessiert. Was ist denn so euer Abendessen, was ihr gerade so am liebsten esst? Sugar-free. Vielleicht interessiert es auch die anderen. Ich habe zum Beispiel immer eins, was ich dann immer 3 Wochen jeden Tag am liebsten esse. Echt? Ja, ja, ja. Aber ich wollte mal bei euch wissen, was ist so euer Lieblings, was ihr gerade esst? Ich habe auch bei dir, Franzi, du hast irgendwas gepostet, da war ich auch schon so neugierig und dachte, da kann ich jetzt nicht wie ein Stalker schreiben. Also was es bei mir gestern gab, was glaube ich auch so mein neuer Favorit ist, wobei ich habe gerade einige Favoriten, in so einer kleinen Auflaufform einfach in so einen Feta-Käse rein, so ein bisschen Scheiben geschnitten, Feta-Käse rein mit so kleinen Datteltomaten, einfach mit Gemüse, mit kleinen Datteltomaten, mit Zwiebeln, mit ein bisschen Knoblauch, Frühlingszwiebeln, war noch was drin und halt ein bisschen Olivenöl drüber und Zitrone und Gewürze, 20 Minuten oder so in einem Backofen, super lecker. Also das war das gestern und das, ich glaube, bis noch ein paar Mal geben, ist so, so. Es ist, also wie gesagt, das ist jetzt so mein Favorit. Geil. Und bei euch? Was ist bei euch, Anja, Ilga? Was esst ihr so? Also bei mir gibt es immer Kürbissuppe. Ganz viel. Und ich bin gerade so ein Fan von hier diesen Süßkartoffel-Curries, ne? Da könnte ich mich reinigen. Dann mache ich mir noch so Rosenkohl dazu, das friere ich mir dann auch immer weg und da kann man dann ja alles an Beilagen dazu machen. Hirse-Risotto, das esse ich zurzeit auch gerne. Ah, es gibt ganz viele Sachen. Also geil. So, ja. Was ist das für ein Curry? Da hast du mich jetzt neugierig gemacht. So Süßkartoffel-Curry. Das schmeckt dann immer lecker. Weißt du, hast du so ein bisschen Süße mit drin und machst dann auch irgendwie so Rosenkohl mit rein oder Möhrchen oder was auch immer, geht da alles Erbsen und dann machst du dir eine Beilage dazu. Ganz einfach und mega lecker. Mit Kokosmilch dann und Curry Gewürz. Das ist vegan, genau. Ja. Und was für habt ihr eine Empfehlung für ein gutes Currygewürz? Weil ich habe ein neues entdeckt und Mama mir, ich liebe Currygewürze. Ich könnte den ganzen Tag mir irgendwelche Currys essen. Ich mische immer selber, ja. Ihr mischt alle die Currys zusammen dann? Ja, am besten ist es frisch gemahlen, ne? Aber was hast du für eins gefunden? Also ich habe keine Kooperation oder so, aber die sind der absolute Hammer. Ich flipp aus. Die heißen Potluck. Die sind relativ teuer, 8 Euro. In so 100 Dinger. Mein Gott, das rote Curry. Ja. Wirklich, ich gehe das heute Abend holen, weil ich bin so traurig. Ich kann kein anderes essen. Und ich habe davor, wirklich, ich habe alle von Sonntag. Ich habe wirklich so alle. Und da steht irgendwie drauf, weil ihr kennt es bestimmt, in Berlin gibt es ja ganz oft so rotes Curry zum Essen. Und ich war schon so traurig, weil ich habe ja ganz lange in Berlin gewohnt. Ich war einfach jeden Abend essen in Berlin. Immer dieses rote Curry. Ich habe mein ganz gelben fürs rote Curry ausgegeben. Und jetzt habe ich das gefunden und kann es selber machen. Wirklich cool. So lecker. Absolute Empfehlung. Wirklich. Cool. Ja. Und bei dir, Ilga hat noch nicht gesagt, oder? Ich esse total gemischt. Also viel Gemüsegerichte abends. Ich habe ganz lange gar kein Brot mehr so typisch gegessen, kein Abendbrot mehr. Mein Lieblingsgericht ist übrigens Grünkohl mit Süßkartoffeln. Also Süßkartoffeln, das ist schon echt so ein gutes Gemüse für Leute, die auf Süße stehen. Ne? Aber ich habe vor einer Weile wieder angefangen, mir einen Sauerteig zu machen und bin jetzt gerade wieder im Sauerteig-Brotbackgeschäft und habe jetzt doch wieder ab und zu mal ein bisschen mehr Brot gegessen. Werde das jetzt wieder ein bisschen zurückfahren. Weil Gemüse, warme Gerichte sind eigentlich doch besser. Und da ist Kürbissuppe bei mir auch ganz hoch im Kurs. Aber ich esse, das heißt, ihr nehmt halt super gerne 3-mal am Tag warm eigentlich. Morgens? Das auch? Ja. Ist du morgens auch warm? Echt? Was bist du da? Das hast du, glaube ich, schon gesagt, dass du Tofu oder so mal. Nee, Tofu oder? Nicht. Nee. Pfannkuchen mache ich häufig, also Eiern und Kokosmehl. Oder überhaupt Eier, also so ein Eierpudding im Wasserdampfbad gekocht oder solche Sachen, ja. Geil. Oh, oder Reste von gestern. Also ich esse auch gerne sehr herzhaft und einfach das, was man so normal isst, mittags oder abends isst. Ja. Morgen. Ja. Es ist
so krass, was das Essen für Menschen ein Thema ist. Es gibt ja diese Bedürfnispyramide von Maslow, kennt ihr die? Ja. Mit diesen unteren. Und das ist einfach ein Teil von dieser oberen Pyramide, ne? Das ist einfach so. Das ist unfassbar. Es ist halt wichtig, wir brauchen es ja, ne? Also. Ja, ja. Sollen wir mal die Fragen durchgehen? Ich mache Licht. Such die mal raus. Bei mir seht ihr mich besser, als es nicht so gut, aber also. Bei mir wurde mehreres gefragt. Wie sollen wir, willst du einmal eine machen? Wer hat alles Fragen? Franzi, du hast Fragen? Habt ihr? Ihr habt keine Fragen? Okay. Franzi, du hast aber sonst fang du ich hab, an. Wir können ja abwechseln. Ich habe jetzt auch nicht so viele. Also eine Frage ist, wie geht man mit den Entzugserscheinungen am Anfang um oder mit, ja, vor allem mit Kopfschmerzen? Ja. Madonna. Ja. Was sagt ihr? Also ich würde sagen, also ich antworte gleich mal, da darf ich ganz sehr gerne reinum machen. Also die Entzugserscheinungen, also sowas wie Kopfschmerzen. Ich hatte das gar nicht, aber manche haben das halt. Hängt auch ein bisschen davon ab, ja, wie strikt man das macht oder wie, ja. Aber wichtig ist halt einfach, ja, einfach mehr zu trinken, weil dadurch, dass man dann keinen Zucker mehr isst, möglicherweise stellt man die Ernährung so noch ein bisschen automatisch noch so ein bisschen auf gesünder quasi um, isst vielleicht mehr Gemüse, vielleicht ein bisschen weniger Kohlenhydrate oder so. Das heißt, der Körper entwässert halt auch mehr und dadurch muss man halt auch mehr trinken, mehr mit Elektrolyten. Also das wäre halt so mein Tipp, gerade bei Kopfschmerzen am Anfang. Als erstes, das geht weg. Und zweitens halt, ja, wie gesagt, halt mehr zu trinken, ein bisschen mehr Magnesium oder sowas zu sich zu nehmen oder auf ein hochwertiges Mineralwasser zu achten, vielleicht nicht nur das Leitungswasser, je nachdem, welches man da hat. Ja, genau, also das wäre so mein Tipp gerade zum Thema Kopfschmerzen. Mega. Was sagt ihr? Ja, MSM finde ich ganz gut, das nehme ich manchmal auch zusätzlich. Ich mache das genauso und also viel trinken und dieser Schwefel, der hilft mir da auch dann bei den Kopfschmerzen. Der entgiftet ja, glaube ich, auch ein bisschen, genau, gell? Ja. Auch MSM daheim. Ja. Krass. Und du, Ilga? Was sagst du? Das kann ich alles so unterschreiben und mein Einlauf kann manchmal ganz gut sein. Echt? Oh je. Ja, komischerweise reagieren so viele Leute so problematisch über einen Einlauf, ne? Aber das ist echt, alle, die es dann mal gemacht haben, haben gesagt, ach, gar nicht so schlimm. Das ist einfach nur so eine Kopfsache. Also besser als irgendwie so ein Abführmittel zu nehmen, was von oben durch das ganze System geht, ne? Ja. Also. Ja, aber darf ich kurz fragen? Also der Einlauf hilft gegen die Kopfschmerzen, weil? Ja, es ist einfach eine Entlastung von dem System, dass du quasi die Leber wird entlastet. Alles das, was eigentlich, was in dir drin ist, kommt dann was kommt schneller raus und da hat der Körper nichts mehr damit zu tun. Ist ja, also die Darmgesundheit spielt da eine Rolle, was überall auch durch den Darm ins System reinkommen kann, weil bei den meisten von denen, die viel Zucker gegessen haben, ist der Darm ja irgendwelche Störungen, kleine Löcher oder so, wo Schadstoffe eigentlich schon so ins Blut rübergehen können. Und du kannst einfach dem Körper eine Entlastung geben. Das ist nicht ohne Grund bei Fastenkuren auch ganz häufig empfohlen, vorher den Darm zu entleeren. Spannend. Ja. Und so ein Einlauf mit so einem Schlauch. Richtig. Und ein Liter Wasser, das ist schon... Ja, es ist bei weitem nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Es ist sogar irgendwie eher angenehm, dann diese Erleichterung zu haben danach. Wahnsinn. Habt ihr alle noch keinen gemacht? Nee. Das ist so ein Tabuthema, was ich da mache. Voll okay. Aber spannend. Also ich, tatsächlich, da war ich noch nicht dabei. Ich auch noch nicht. Also ich habe schon mehrmals gefastet, da hat der Körper das alles von selber losgelassen. Ich will das auch mal machen, aber ich habe an einen Hersteller geguckt. Ne? Ich bin da, wenn du da einen Tipp hast. Ja, so einen normalen Irrigator. Also so ein Behälter mit so einem Schlauch dran. Den Behälter hängst du oben über der Badewanne an einem Haken auf. Ja. Du brauchst eine höhere, ja. Also das Wasser muss halt höher sein. Und dann machst du hinten dran so ein Darmrohr, heißt das. Das machst du an den Schlauch dran und schiebst du dir halt in den Hintern. Und dann machst du das Ventil auf und dann läuft das Wasser rein. Und dann merkst du das schon, dass der Bauch immer dicker wird quasi. Ja. Und dann hältst du es am besten eine Weile an, so lange wie es geht, und machst es bloß in der Nähe vom Klo. Und das erste Mal ist es ziemlich schnell raus und dann... Ja. Ja.
Ja, cool. Ich hab grad gedacht und kurz angesprochen, wenn jetzt jemand hier gerade in das Zoom kommt und denkt, ach, ich überlege mal zuckerfrei oder im Freien, Reden. ich überlege mal zuckerfrei zu werden, dann will ich direkt mal so einläufen. Aber es Ja. kann wirklich eine richtige Hilfe sein, gegen die Kopfschmerzen. Da gibt es ja sogar Hilfe, dass man einen Kaffeeeinlauf machen kann, damit die Leber halt quasi auch nochmal einen Schub bekommt. Und das kann auch bei Migräneattacken helfen und so, ne? Ja. Also das ist ein großes Mit Thema, Kaffee Einläufe. machst du einen Einlauf. Wirklich. Ja. Also nicht Wow. heiß, ne? Da muss Ja. man schon. Auch kein Latte Nein! Macchiato. Mama mia. Ja, hier die Kommentare sind sehr positiv dazu. Ja? Ich sehe gar keine Echt Kommentare. Bei mir nicht? kommt nichts Also ich Neues. sehe die. Einläufe sehr genial, mache Ja. ich auch. Einläufe Sehr bin ich gut. geil. Da war noch einer irgendwo weiter oben. Sehe ich jetzt schon nicht mal. Ah, hier, Einlauf hilft super bei Fasten und Ja. Kopfschmerzen. Die Genau. Erfahrung habe ich auch Sehr gemacht. gut. Geil, voll informiert. Also mein Tipp bei Kopfschmerzen ist Pfefferminzöl. Also es ist nicht so spektakulär wie bei euch. Kennt man von der Apotheke einfach Pfefferminzöl. Und das hier, manchmal mache ich das auch, wenn ich lange arbeite und das Gehirn, also das Gefühl, mein Gehirn denkt nicht mehr. Dann macht man das drauf und dann ist man wie so Superman. Also das ist echt, das ist ein Game Changer, Pfefferminzöl. Ja. Okay, ich stelle auch mal eine Frage, die ich bekommen habe von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Taco Hell. Ich stehe vor veganen Gemüseaufstrichen und frage mich, ob folgende Inhalte tabu sind: Weinessig, Maisstärke, Apfelessig, Kartoffelstärke. Was sagt ihr? Hier fragen mich Leute. Dana Juhu fragt, ob sie reinkommen will. Liebe Dana, wir machen, glaube ich, nochmal so ein Live mit Gästen. Also, genau. Ja, was sagt ihr? Aber geil, ich finde geil, das hier alles so. Ich kriege die ganze Zeit Anfragen. Also Komisch, bei danke. mir läuft überhaupt nichts. Da laufen nicht mal die Kommentare weiter. Echt? Okay. Aber vielleicht hat das was mit dem Luftballon vorhin zu tun. Keine Ahnung. Also, ich wollte die Stärken ausklammern für eine zuckerfreie Zeit, weil die eigentlich sich genauso wie Zucker verhalten im Körper dann, ne? Ach krass, komplett auch Kartoffelstärke, alles Ich würdet ihr würde nicht das, nehmen. also es triggert halt alles und also es geht so schnell ins Blut, es ist das reine Ja. Glucose dann, ne? Es wird super schnell aufgespalten, geht ins Blut, macht den Blutzuckerspiegel, erhöht den. Kommt halt immer ein bisschen drauf an, mit wie viel man davon isst und was man damit isst, ne? Aber also bevor man Risiko eingeht und danach so richtig viel Bock hat auf eine Schokolade, würde ich sagen, mal 4 Wochen weglassen. Ich würde es Ja. auch ausprobieren mit der Maisstärke. Genau. Was war das andere? Ich habe es Also es vergessen. war Kartoffelstärke. genau Kartoffel, also Weinessig, Apfelessig und Maisstärke, Kartoffelstärke. Apfelessig super. Finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Hilft ja sogar Ja. noch, ne? Kartoffelstärke ist halt so ein bisschen, das ist ja zum Teil resistente Stärke. Das kann den Blutzuckerspiegel ein bisschen stabiler halten, kann aber auch total zu Blähungen führen. Ja, also ich würde ratschlagen, das wegzulassen, erstmal für 4 Wochen. Danach kann man es ja wieder einführen. Ja, du bist halt Wenn immer noch bei dem Einlauf 4 Wochen. auch. Ja. Also macht ihr alle keine. Also ich esse mittlerweile wieder, weil ich lebe ja fast Ich vegan. auch. Also. Kartoffelstärke vor allem finde ich gut, für den Darm super, die resistente Stärke. Ja? Was Ja. ist daran gut für den Darm? An Ja, Kartoffeln? das ist halt die resistente Ja. Stärke und die wirkt halt positiv für deine Darmgesundheit. Und das ab und zu mal kann man auch schön Kartoffelpuffer mitmachen. Ja, oder ich mache mir auch manchmal ein Brot damit. Es gibt so viele Sachen, die man damit machen kann. Aber da würde ich jetzt nicht drauf verzichten. Das finde ich ganz gut. Aber kann man sagen, dass jede Kartoffelstärke, auch die in den Fertigprodukten, immer resistente Stärke ist? Nee, ich glaube Kann man nicht. nicht sagen, ne? Also ich Nee. würde, wenn du pure Kartoffelstärke kaufst, Ja. so, das ist was anderes, als wenn das in einem Fertiggericht drin ist, ne? Deswegen immer, wenn es im Fertiggericht drin ist, würde ich immer ein bisschen skeptisch sein. Aber wenn man Kartoffeln kocht und die dann abkühlen lässt, genauso wie bei Nudeln oder so, dann steht ja diese resistente Ja. Stärke auch und dann hat man auch die richtige. Ja, genau. Hier steht, sagt doch jemand, ich nehme zum Süßen von Joghurt öfter einen zuckerfreien Jo-Fruchtsirup. Was meint ihr dazu? Weil der Sirup mehrere Süßstoffe enthält. Nemo XX26. Nee. Nee, lieber Finger von lassen, ja. Ja, lieber richtige Früchte dann Ja. rein. Also würde ich auch nicht machen. Sirup ist eh so ein
Ding, ne? Das ist spannend, weil das denken auch viele, dass das geht, irgendwie, das Siruppe. Es geht ja auch, aber also die Studienlage ist einfach so strittig, was mit den künstlichen Süßstoffen im Körper passiert. Und das sind in meisten Teilen sind das Verbindungen, die unser Körper nicht kennt. Und wenn die dann irgendwo abgelagert werden oder der Körper kann die nicht verarbeiten und deswegen gibt es irgendwie Stress im Darm, da hat keiner was mit gewonnen. Toll. Was sagt ihr? Ihr lest sie auch mit. Ne? Ich stelle, also für den Herrn, was hat er, was gibt es denn? Habt ihr einen guten veganen Aufstrich, wo der passabel wäre? Empfehlung? Selber machen. Machen. Ja. Die Ja. meisten enthalten so viel Ja. Sonnenblumenöl, das ist einfach total kontraproduktiv. Ja. Ich mache jeden Abend fast Hummus. In 3 Minuten ist der gemacht, einfach reinschmecken. Kichererbsen, Tahin, Knoblauch, wirklich, und ich habe auch ganz oft keinen Bock. Also es geht ganz schnell, zack, ready. Und dann kann man richtig viel davon essen. Also das ist so ein kein Bock-Aufstrich, den ich auf jeden Fall empfehlen würde. Ja, ich habe hier hast du noch eine Frage, Franzi? Ich habe noch eine. Hier in den Kommentaren war auch eine, aber das ist irgendwie, ich verstehe die Frage noch nicht. Also hier war eine, also aus den Kommentaren jetzt. Was haltet ihr von Magenschutz? Inwiefern triggert das ein verändertes Mikrobiom, aka Heißhunger? Ach Also mit so, sowas Magen, wie weiß ich nicht, was. solche Mittel, die man nimmt bei, wenn du hier so Reflux, wie heißt denn das, Sodbrennen hast? Ach, diese Ja, Blocker, Magensäureblocker. diese. So, Also genau. eigentlich sind die für die Verdauung ja total kontraproduktiv. Du kannst dann nicht mehr so gut verdauen, ne? Würde ich gar nicht nehmen. Ja, kann ich auch nicht. Ist natürlich, wenn du drunter leidest, aber das ist das Einzige, was im Moment verschrieben wird. Früher wurde untersucht, okay, wird genug, aber es ist so ein Riesenthema, ne? Also da Ja. müssen wir mal ein extra. Voll. Also eigentlich, manchmal hilft einfach ein Esslöffel Apfelessig, damit die Magensäure erhöht wird, weil die wird ausgespuckt, weil zu wenig Magensäure ist und dann geht der Deckel nicht zu. Also, ja. Spannend. Ich hatte jetzt einen Podcast mit einer Apothekerin und die hat mir gesagt, es ist so krass, wie oft sie Magenschutz mitverkauft hat, was das für ein Krampf war, weil man die Tabletten nimmt, die dann das alles quasi durcheinander bringen und dann dieser Magenschutz. Und das ist natürlich auch ein Konzept ist einer Industrie. Ne? Also muss man verstehen, dass es Industrien auch sind, die natürlich Ja. leben davon. Ja, das war ganz vielen Sachen letztendlich so. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, wie spät. Nee, wir haben noch ein bisschen. Okay. Bei mir hat Anja Palhuber gefragt, kann es sein, dass mich Süßigkeiten, Erythrit und Datteln erstmal genauso triggern? Und wird es anders, wenn ich erstmal komplett darauf verzichte? Ja, einfach weglassen. Ja. Einfach weglassen. Also ist meine Erfahrung jetzt. Jeder kann ja das so machen, aber wenn man das so empfindet, dass das einen triggert, dann würde ich es einfach weglassen. Und das egal, ob es ein Süßstoff ist, ob es ein Zuckeralkohol ist, ob es Fruchtzucker ist. Bei mir war damals mit dem Fruchtzucker so schlimm. Einfach weglassen oder minimieren. Ja, denn irgendwie zuckerarmes Obst essen oder was auch immer. Ja, und es ist in der Tat so, dass es triggern kann. Also allein der süße Geschmack kann triggern, Ja. ja. Es hängt auch davon ab, was man sonst noch am Tag isst. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, mittags dann Nudeln oder ganz einfache Kohlenhydrate isst, dann kriegt man auch viel eher Heißhunger. Dann liegt es vielleicht nicht direkt am Erythrit. Also wie gesagt, das ist halt individuell. Muss man sich halt auch ein bisschen noch so den Rest von der Ernährung anschauen. Und ich finde immer, wenn man Lust auf Süß hat, können auch Nüsse helfen. Also, dass man denkt gar nicht, ne? Also es gibt ja, ne, dieses, da haben wir, glaube ich, letztens drüber geredet, über dieses Fett-Salz-Zucker-Komplott, da gibt es ein Buch drüber. Ein Chip oder Chips ist alles Fett, Salz, Zucker, deswegen flippen wir da so aus. Und ich finde, wenn man gerade Lust auf Süß hat und diese ersten Phase ist Nüsse, also für mich, ich habe alle Arten von Nüssen da, ich esse, das kann dauern und die Kalorien sind überhaupt gar kein Thema. Also man nimmt da gar nicht zu. Und da kriegt man auch erstmal diesen süßen Zahn weg, ne? Weil am Ende, ja, Nüsse. Das hilft. Das wäre mein Tipp, wenn man jetzt so eine Krise hat. Nüsse oder Nussmus? Also ich finde Nussmus voll gut. Ja, aber es ist spannend. Ich hatte mal einen Nussmus, was gemischt war mit Datteln von Rapunzel. Wie hieß das? Kokos. Leute, ich bin ausgerastet. Ich bin nachts, da habe ich wieder so eine Sucht bekommen, obwohl
waren, weil dieser Mix, also reines Dattelmus, macht bei mir gar nichts. Da ist okay, ein Löffel und ready. Aber das, ich war eine Irre, wirklich. Und da war ich schon zuckerfrei. Nachts, ich konnte nur noch daran denken, wie lang ist es nach Hause, wann komme ich zu dem Mus. Wirklich, das war ein riesiger Inhalt, dieses Mus. Ist bestimmt so diese Mischung von Zucker und Fett, Voll. Und wo das dann hat halt triggert. auch. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, okay, also das ist auch nichts für mich. Dann lieber reines Mousse. Aber diese Mischung war wirklich, also, und es ist spannend, weil ich hatte das mal einem Freund gezeigt und der, das war so lustig, bei dem habe ich übernachtet und der hat dann nachts, ist der auch, hat irgendwie, ich habe nur gehört, dann hat er gelöffelt, dieses Ja. Wie die Ratten sind wir geworden. Also, aufgepasst. CEO Petra Schmidt schreibt, ja, Nüsse erinnern an Schokolade, 100%. Nüsse als Snack ist wirklich eine gute Alternative. Cool. Aber ich finde es so schön, dass ihr alle so dabei sind. Das freut mich richtig. Finde ich mega, richtig Also schön. das ist auch noch eine ganz coole Frage in den Kommentaren. So, wenn ich zuckerfrei mache, esse ich einfach mehr. Ist das normal? Fragezeichen. Habe ich es nicht verstanden. Wenn man zuckerfrei isst, isst man mehr oder was Also meinst du? sie, die Kati, Kati GB, wenn ich zuckerfrei mache, esse ich mehr. Ist das normal? Ja, es ist manchmal gar nicht mehr. Es sind einfach nur die Kalorien müssen ausgeglichen werden von dem, was man vorher Ja. gemacht hat. Und dann sieht das halt nach mehr aus. Manche haben durchaus mehr Appetit die ersten Wochen, manche haben weniger Appetit. Das ist ganz unterschiedlich, aber das Phänomen gibt es auf jeden Fall. Aber ganz, ganz oft, das ist echt nur, weil diese 300, 400, 500 Kalorien mehr ausgeglichen werden müssen, die man vorher mit Schokolade gedeckt hat oder so, Ja, ne? genau. Wenn man die einfach weglässt, dann klar, manchmal ist es gut, aber manchmal hat man dann auch eher Heißhunger oder so. Du musst es schon sinnvoll, dann die gesund auszugleichen, Ja. ja. Einfach nur weglassen, denken, jetzt ist alles gut. Wobei ich sagen muss, ich habe noch nie so viel gegessen wie in meinem Sugar-Free-Life. Ja. Also rein deswegen sage ich mal allen, wenn ihr Lust habt zu essen, werdet Ja. zuckerfrei. Könnt ihr reinhauen. Wirklich. Also ich sehe schon allein das wäre ein Grund. Das ist Man so. isst ja dann auch viel mehr natürliche Sachen und dadurch, also man muss dann auch keine Angst haben, dass man jetzt zunimmt oder so, weil man mehr isst, wenn man halt sich an die natürlichen Sachen hält, darauf guckt und das macht man automatisch, wenn man keinen Zucker mehr isst. Ja, dann hat man viel mehr Nährstoff und so, wenn man es zu sich nimmt und kann auch mehr davon essen, ohne dass es schadet. Leute, bin ich zu dunkel hier? Ihr seht mich gut, oder? Ich habe meine Nur Deckenleuchte. oben abgeschnitten. Ja, man sieht dich. Sorry, Ja. gerade durch das Telefon. Okay, ich habe noch ein paar Fragen. Soll ich die einfach mal raushauen oder Ja, Ja, lass bitte uns mal mal so einen raus? Sport machen. Jetzt ist ja gleich vor, also Ja, wir sind okay, ja gleich komm. bei einer Stunde. Jeder darf nur in einem Wort antworten. Okay, also Paula Sommer schreibt, wie steht ihr ehrlich großgeschrieben zu Erythrit und Stevia bei Kindern? Erstmal, Anja ist ja Erythrit. Ich gebe da keine Empfehlung. Jeder muss für sich individuell das entscheiden. Ganz einfach. Und kann jetzt nicht sagen, für Kinder okay, bis 6 Jahre oder alles unter 6 Jahre geht nicht. Und also wie soll man sowas eingruppieren? Jeder muss für sich selbst schauen. Ich denke, dass Kinder, dass man die nicht mit so Zuckeralternativen zuschütten muss, genauso wenig wie mit ganz viel Zucker. Es lebt alles von der Balance. Jeder muss da selbst einfach gucken. Ja. Ja, allerdings die Studienlage, bis auf diese eine komische, die vor kurzem rausgekommen ist und die so alle Leute ängstlich gemacht haben, ist eigentlich bei Erythrit deutlich besser als bei normalen Zucker. Also Erythrit ist zugelassen worden als neues Lebensmittel in der EU. Zucker würde nicht mehr zugelassen werden. Aber wir haben keine Langzeitbeobachtung. Also wir wissen noch nicht, was das macht mit uns, wenn wir das 25, 30 Jahre lang nehmen, was das für Auswirkungen auf die Darmflora hat. Deshalb würde ich immer irgendwie vorsichtig damit umgehen und das Ziel eher nicht, Zucker auszutauschen gegen einen anderen Zucker, sondern einfach weniger und seltener Zucker zu essen und das dann wirklich zu genießen. Also nicht so alltäglich, jeden Tag morgens ins Frühstück einen Löffel Zucker rein, sondern um dafür eine Alternative zu suchen, sondern am Wochenende vielleicht was Süßes zum Frühstück und dann kann man ja auch normalen Zucker essen oder Erythrit mal ausprobieren, ab und zu. Ich meine, wir haben 52 Wochenenden, ne? Wenn davon
an der Hälfte der Wochenende ein etwas Erythrit gegessen wird, das ist dann nicht so problematisch für den Körper, ne? Toll. Ich finde auch, man muss auch gucken, ne, wie reagiert was. Manche reagieren nicht gut auf das. Es gibt viele, die vertragen es mit dem Magen. Das ist auch Man muss ganz sich ein gut. bisschen dran gewöhnen, manchmal auch, ne? Dass du keine Blähungen hast und so, ne? Ja. Also ich glaube, da muss man leider immer noch so ein bisschen gucken, für wen was ist. Ne? Manche rasten aus mit Datteln. Die werden süchtig. Also, das ist immer so ein bisschen, ne? Da wollen wir alle so ein Patentrezept, aber da muss man Ja. sagen, Ich finde, die Frage ist nicht, welchen Zucker, welchen Ersatzzucker, sondern wie viel davon überhaupt, ne? ja. Ja, ich finde auch wichtig, einfach zu sagen, dass ja beim Zucker reduzieren nicht darum geht, das irgendwie auszutauschen. Darum geht es halt eben gar nicht. Aber das ist so, glaube ich, der erste Gedanken von fast allen irgendwie, Ja, ne? wie kann ich weiter süß essen, ne? Ja. Verstehe ich. Also ist ja total verständlich. Toll. Toll. Und kann man ja. Man muss sich halt nur Alternativen suchen, ne? Also es gibt viele Lösungen. Okay, also noch eine Frage. Sunny hat mir geschrieben, oder hast du noch welche, Franzi? Nee, Du hast nee, noch. Okay. Dann, also Sunny hat mir geschrieben. Das fand ich super. Also vielen Dank, Sunny, für die Frage, weil du zuguckst. Wie geht man mit der Schwiegermutter um, ohne sie vor den Kopf zu stoßen in Bezug auf zuckerfrei? Das fand ich mega süß. Also, was sagt ihr? Weil ich glaube, Das hatten wir doch eigentlich vorhin schon so in der Art gehabt, ja, aber oder? ich finde die Konstellation Schwiegermutter ist nochmal Also ein bisschen besonders. ich würde mir da gar, gut, ich bin nicht verheiratet, aber ich würde mir da keine Gedanken drum machen. Also letztendlich ist es nicht mein Problem, wenn die Schwiegermutter es doof findet, dass ich keinen Zucker mehr esse. Also ich wäre da relativ hart. Ja, du kannst das, aber es sind ganz viele, die können das nicht Ja. aufgrund von einer anderen Konditionierung, ne? Die machen sich da einen Kopf. Aber ich denke, Ehrlichkeit ist zum Schluss immer das Beste, zu sagen, oh, es tut mir so leid, dass du dir so viel Mühe gemacht hast, aber ich kann das echt im Moment nicht essen. Es geht nicht. Ich muss da auf meine Gesundheit achten, so. Und ganz ehrlich zu sagen und dann zu sagen, bitte unterstütze mich darin, weil das ist echt hart für mich gerade. Und das führt mich in Versuchung. Und ich bin dir dankbar dafür, aber ich kann das im Moment nicht machen. Also ehrlich zu sein. Und also so ein guter Trick ist, um Unterstützung zu bitten und nicht in die Diskussion zu gehen. Ich habe lustigerweise ein Buch, Anjas Backbuch, habe ich mitgenommen zu meiner Familie. Ja. Da habe ich so gebacken und ich habe von Kathi und Anja die Bücher mitgenommen. Von Kathi, die macht auch, also ich ist so lustig. Erst wurde ich bekämpft, dann haben sie mal reingeschaut. Und dann, ja, ach, sollen wir das mal, also es war wirklich hochinteressant. Ich habe dann nur gesagt, ich lasse die Bücher nur mal hier liegen. Lass sie nur. Und er so, nee, Lea, egal. Also, ja. Und dann, also haben sie mitgemacht. Also es war. Das war richtig cool. So ganz. Ja, aber finde ich auf jeden Fall cool. Unterstützung mit den Fragen und auch einladen, es selber zu probieren. Weil ich finde, in Schwiegermütternkonstellationen ist es so, dass da natürlich auch so eine Herrschaft über, ne, das sind so Herrschaftsansprüche, wenn dann so ein neues Regime mit zuckerfrei kommt. Das ist psychologisch auch nochmal so ein bisschen anders, glaube ich. Also da einfach mit Liebe zu sagen, dein, das kann bleiben, aber vielleicht gibt es auch noch was Neues. Das glaube ich in so Schwiegerdingern. Gibt ja deswegen auch diese ganzen Filme. Schwiegermutter verkauft, ne? Ganze Theaterstücke, weil das ist wirklich so ganz so eine Konstellation. Ne? Der Sohn wird, oder ne? So, ja. Ihr wisst, was ich meine. Okay, von Schlafi habe ich noch eine Frage, auch geiler Name. Ich suche komplett gesammelt, was ich denn nicht essen darf. Also, jetzt kann ich meine Schrift wieder nicht lesen. Genau, also was gibt es noch, wenn ohne Zucker? Yeah, die Also Grüße. ich mache in der Fastenzeit wieder einen Zuckerentzugskurs, da kriegst du alle Infos. Ja, voll, ja, voll, auch Programme. Also man kann bei euch auf jeden Fall auch gucken. Sieht das ja alle Ja, an. das ist ja auch wieder die Frage, also so wie wir es, oder was ich am Anfang meinte, wie strikt machst du das mit dem Zucker, also mit dem kein Zucker? Was bedeutet das für dich? Also da gibt es, wie gesagt, kein richtig oder falsch, sondern willst du wirklich 0,0 Zucker, also auch keinen natürlichen Zucker, dann wird schon sehr eng mit dem, was du isst. Willst du nur keinen zugesetzten Zucker, dann hast du mehr Auswahl. Ist es für dich okay, wenn, wie gesagt, im Senf ein klein bisschen Zucker drin ist oder wenn in der Wurst ein klein bisschen Zucker drin ist? Also da, ja, sich wirklich erst einmal selber überlegen,
was meine ich eigentlich mit kein Zucker? Ja. Ja. Voll. Da ist vielleicht auch wichtig zu gucken, okay, was meint man denn? Ist man wirklich richtig zuckersüchtig? Also ist man so ein Junkie oder isst man einfach nur zu viel davon und will lernen, wie man weniger davon essen kann? Weil da ist es also, wenn wirklich so Emotionales schon dranhängt und man dann zuckerfrei werden will, ist in meinen Augen schon ziemlich wichtig, da wirklich komplett, also auch keine Alternativen zuzulassen in der Zeit und durchaus auch zu überlegen, ob man das Obst für die 4 Wochen weglässt und da wirklich strikt zu sein. Habt ihr das gemacht? Das finde ich so tough für euch. Das habe ich noch nie gemacht. Obst weglassen für Waffen. Also für mich ging es nicht anders. Ich konnte das nur so machen und ich sehe es halt bei ganz vielen Teilnehmern bei mir. Das sind ja die harten Fälle, die kommen, die tausendmal schon anders versucht haben. Da wirklich ganz, ganz strikt zu gucken für die 4 Wochen. Weil gar nichts ist einfacher als wenig. Und ja, also so ich habe auch kleinen Finger zu geben. Ja, ich habe auch mal sogar 6 Monate extrem strikt gemacht, wo ich wirklich beim Senf drauf geachtet habe, bei der Wurst drauf geachtet habe. Also dadurch konnte ich aber, ich sag mal, fast nichts essen oder musste mir alles selber machen. Also ich konnte ich musste mir halt überall mein eigenes Essen mit hinnehmen, weil ich halt auch kein Risiko eingehen wollte. Ich glaube, ich hatte in der Zeit ein bisschen Obst, glaube ich schon, aber ganz, ganz wenig. Also ich hatte vor allem geguckt, dass bei den Sachen, wo ich kaufe, dass da halt kein Zucker mit drin ist. Und da war halt, also da war ich wirklich mal extrem strikt durch die Auswahl sehr, sehr, sehr eingeschränkt war. Aber es tat mir gut. Ja. Ja, weil du dann ja auch schon alleine diese ganzen Essenszusätze mitnimmst, ne? Ja. Das ist eine totale Erholung für den Körper. Ja. Ja, ich muss kurz sagen, ich kriege hier, bei mir blinkt hier richtig red, red, red. Ich habe so viele Anfragen von Leuten, die hier mit in unseren Call wollen. Das könnt ihr gar nicht. Sehr gar nicht. Danke, ich finde es so cool, dass ihr dabei sein wollt. Also ich finde es richtig schön. Ich glaube, für alle, die jetzt fragen, und das sind einige, wir machen vielleicht einfach nochmal sowas, wo jemanden reinholen, wo wir weniger sind. Oder auch ihr, es muss ja nicht ich sein, vielleicht, also wie ihr Lust habt. Und dann holen wir euch rein, vielleicht als Idee. Dann können auch mal aktiv Fragen gestellt werden. Weil ich kriege ja wirklich so Ding, Ding, Ding. Ja, cool. Voll gut. War cool. Für die Beteiligung. Leute, bitte. Was denn? Echt schön, habe ich nur gesagt. Echt schön. Was hast du gesagt? Hau raus. Echt schön, hat sie gesagt. Ja, echt schön. Boah, ich kriege so viel, das ist echt so cool. Freut mich total. Habt ihr denn bei unser, wie sagt man das, unsere Überschrift war ja zuckerfrei Vorsätze 2024 zum Ende unserer Sitzung. Und ich habe letztes Mal schon Ärger bekommen, dass ich überzogen habe. Deswegen versuche ich jetzt, dass ich das live angemacht habe, das pünktlich auszumachen. Könnt ihr am Ende nochmal so ein kurzer, wenn ihr jetzt einen Satz hättet oder maximal zwei, was ihr für 2024 für einen guten Vorsatz für jemanden, der noch nicht macht, den sich jemand nehmen könnte? Also meiner ist ja mehr in meine Balance zu finden. Das könnte man jetzt ja auch beim Zucker so ein bisschen mit einbauen für viele. Also bei mir läuft das ja mit dem Zucker, aber bei mir sind es andere Sachen. Aber ich finde so für sich einfach zu schauen, wie man im Gleichgewicht bleibt im Alltag, ist ein schöner Jahresvorsatz. Ist schön. Ja, ist spannend, weil du arbeitest auch so viel an ja, ne? Stimmt. Also, ich immer, wenn ich Anja sehe, denke ich, geil, die Frau ist so diszipliniert. Also das denke ich immer eher. Aber ich kann das verstehen. Ne? Das ist dann immer, Disziplin hat natürlich auch immer eine Kehr. Also ich kann das super gut nachvollziehen. Deswegen glaube ich, für die, die so sind, ist immer auch gut, dass die solche Vorsätze haben. Auf jeden Fall. Ja. Cool. Also Ausgleich und Balance finden, auch mit der Zuckerfreiheit für alle, die Lust haben. Ja. Ja. Was bei euch? Also ich würde als Tipp dann noch geben, sich eben vorzubereiten. Das finde ich super wichtig. Und sich halt, ja, wenn es dann halt mal nicht klappt, das auch zu akzeptieren und dann nicht gleich alles da komplett hinzuschmeißen und dann alles aufzuessen, was man so hat. Aufstehen und weitermachen. Ja. Ne? Genau, ja. Toll. Also, ja, ich würde sagen, raus. Ja. Entschuldigung. Nee, es war gerade deiner, oder? Oder? Nee, sag ruhig doch mal. Aufstehen und weitermachen, nee, oder?
Ich wollte was anderes sagen. Bitte, ja. Ich habe nur das Zugefügte, weil die Rückfälle, die gehören halt auch dazu auf dem Weg, ne? Das geht nicht ohne, glaube ich. Ich würde sagen, rausfinden, wo die Freude steckt. Ja, Also was mir wirklich Freude macht im Leben, die kleinen Dinge. Also wirklich nicht, also jetzt ein neues Auto oder so, sondern echt gucken, was sind das so für ganz kleine Sachen, die mir Freude im Leben machen, die das Leben versüßen. Und da so nachzugucken und sich wirklich zu fragen, okay, ist das wirklich meins oder habe ich das gelernt? Ist mir das anerzogen worden? Ist mir beigebracht worden, dass ich das toll zu finden habe oder finde ich das wirklich toll? Und über den Weg halt rauszufinden, wer man wirklich ist. Weil ich finde, der Weg, der führt so weg vom Suchtmittel. voll, ja, echt schön. Schön. Girls, es ist 17 Uhr, hier sind so viele dabei. Ich kriege hier wirklich so viele Anfragen. Also wir werden das nochmal irgendwie einführen, weil ich finde es so cool, dass hier so viele sind. Und ja, war mir ein Fest. Es war richtig, richtig schön mit euch allen und euch. So. Danke dir auch. Ja. Haben wir überhaupt schon frohes neues Jahr gewünscht? Nee. Frohes Neues. Frohes Neues. Und ja, wir machen das auf jeden Fall nochmal. Ja. Es gibt zu all diesen drei wunderschönen Frauen natürlich ganz viele Infos. Einfach, ne, man sieht es ja eh. Da, ne? Also ich verlinke euch eh, also unter dem Reel, was dann hoffentlich online geht. Dieses Mal verlinke ich euch. Also zu euch bitte. Wird schon klappen. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, es klappt. Verlinke ich auf jeden Fall. Und für alle, einlesen wollen und schreibt uns, wir freuen uns immer total über alle, die dabei sind. Also ich, es ist mir ein Fest, wirklich. Ich war so lange allein damit und ja, schreibt uns, geht in Kontakt und fragt alles und ja, geht auf den Weg, macht die Journey. Es lohnt. Ja, Gut. schön. Du bist Sehr, noch, sehr ich gehe schön. aufs Kreuz, ne? Ja. Und, alles klar, dann ciao auch an euch zu Hause. Tschüss, Macht bis in 4 Wochen Bis vielleicht, ne? Tschüss. Ciao. Dann.